Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Netto-Marken-Discount und zwar mit dem Kiebel.de Gaming-PC Storm 12 AMD Ryzen 9 5900X für 1469 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir im Videovorschlägekanal auf Discord vorgeschlagen von Feral Bull und da schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist mehr oder weniger fake. Also das Gehäuse stimmt, aber die Lüfter in der Front sind nicht beleuchtet, zumindest nicht bei den Lüftern, die mitgeliefert werden bei diesem Gehäuse. Kann natürlich sein, dass sie die tauschen, glaube ich eher nicht dran. Das Mainboard ist auch nicht weiß hier in dem Fall. Also es ist eine grobe Richtung. Es ist keine Wasserkühlung irgendwie gezeigt, die nicht drin wäre oder so, sondern das passt schon soweit, aber halt der grobe Gesamteindruck ist ein bisschen meh. Hier haben wir auch wieder so einen wunderbaren Werbetext. Sollen wir uns den echt antun? Wir machen es einfach mal. Der kraftvolle Gamer-PC Storm in weißer Optik wirbelt die Gaming-Welt auf. Gleich vier weiße Lüfter sorgen für eine perfekte Kühlung der leistungsstarken Bauteile durch die luftdurchlässige Front. Naja, wenn man das Case so nimmt, was halt hier auch gelistet ist, sind es keine weißen Lüfter, sondern halt schwarze. Und die sind auch nicht beleuchtet. Für ein perfektes Gesamtbild ist auch der CPU-Kühler und die Grafikkarte in weiß gehalten. Ja, das kann gut sein. Die farblich einstellbaren Lüfter sorgen in jeder Beleuchtungsfarbe oder Farbspiel für eine besondere Atmosphäre. Also es scheint wirklich so, dass sie da Wert drauf legen, dass sie diese Lüfter getauscht haben, aber sie sind nicht explizit aufgeführt. Das bedeutet, ich nehme das ganz normale Gehäuse. Die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, stimmt nicht, zeigen ihre besondere Gaming-Stärke im Bereich Full HD, ja, das ist okay, und WQHD, ja, kommt auf die Titel an. Die beliebte 144 Hz Bildwiederholrate ermöglicht das System in aktuellen Spielen bei besten Detaileinstellungen und erweckt so die heutige Gaming-Welt in einer atemberaubenden Detailpracht. Also, ich habe den gerade zweimal gelesen, ich habe das aber rausgeschnitten, ich verstehe den Satz immer noch nicht. Diese enorme Schnelligkeit liefert den entscheidenden Vorteil bei schnellen 3D-Games. Ja, okay. Dieses Allround-Talent ist dank der neuen M.2-SSD NVMe-Technik besonders schnell beim Windows-Start und bei sämtlichen Dateizugriffen. Ja, das kommt hin. Ist halt eine SSD drin, ne? Der PC ist in allen gängigen Bereichen der PC-Welt von Multimedia, einfache Bild- und Videobearbeitung, über Internet, Live-Chat, Videostreaming und viel mehr bis Büro und Schule, Text, Tabellenpräsentation ein perfekter Begleiter. Von Gaming ist da nicht die Rede, ne? Gut, die haben ja auch einen ganz eigenen Satz nur fürs Gaming dagelassen. Das PC-System ist vorinstalliert mit Windows 11. Es ist eine werbefreie und performance-schonende Installation, die nur das Wichtigste enthält. Sofort startklar, nur noch anschließen und sofort loslegen. Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte namhafter Markenhersteller, um Ihnen ein Produkt mit hoher Langlebigkeit und Stabilität anzubieten. Naja, das ist ja auch irgendwo im Interesse des SIs, weil der möchte ja auch nicht, dass das Ding wieder zurückkommt. Mit 24 Monaten kostenfreien Service sind wir bei Problemen und Fragen für Sie da. Na immerhin. Starten wir auch mal mit der Konfiguration. Die CPU ist ein AMD Ryzen 9 5900X. Der hat 12 Kerne, 24 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Was die TDP angeht, der kann sich auch 142 Watt reinschrauben, wenn ihr ihn ungebändigt laufen lasst. Es ist jetzt kein sonderlich schlechter Prozessor, aber er ist halt schon älter. Wir sind schon in der 7000er Generation und die nächste Generation steht halt schon vor der Tür. Aber immerhin ein 12 Kerner mit 24 Threads. Also wenn ihr Multicore-Anwendungen oder so habt, ist der gar nicht mal so verkehrt. Ich würde mir heute nicht mehr kaufen. Bei dem Preispunkt DDR5, klare Sache. Und das unterstützt er halt leider nicht. Aber wenn ihr jetzt irgendwie zocken und streamen wollt, pff, warum nicht? Und der kostet 209,89 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Arctic Freezer 36 ARGB weiß. Also da haben sie schon mal nicht gelogen. Der ist halt weiß, genauso wie das Gehäuse. Habt ihr mehr oder weniger ein Black-and-White-Bild, liegt jetzt auch an dem Mainboard, sehen wir ja gleich noch. Der Kühler ist in Ordnung für den Prozessor. Kann man so machen. Ist natürlich keine Schickimicki-Wasserkühlung oder so, aber ja, reicht. Und der kostet 27,69 Euro bei Mindfactory.
Der Speicher sind stolze 64 GB DDR4 3200 MTS 2x 32 GB Dual Channel. Jetzt weiß man natürlich nicht, was man bekommt. Bei 3200 ist es aber relativ selten, dass man richtig schlechten RAM kriegt, deswegen nehme ich jetzt hier ganz normalen CL16 RAM. 64 GB, ja klar, bei den aktuellen RAM-Preisen, warum nicht? Und sie haben halt auch darauf geachtet, dass es zwei Riegel sind. Wäre jetzt schöner gewesen, wenn es 3600er gewesen wäre mit zwei Riegeln. Aber ja, dann habt ihr noch ein bisschen Erweiterungsmöglichkeiten. Ihr könntet theoretisch sogar noch welche dabei stecken. Lohnt sich aber für den normalen Gamer einfach nicht. 64 ist auch schon ein bisschen viel. 32 hätte gelangt, aber wie gesagt, die aktuellen Preise. Und der kostet 141,55 € bei Amazon. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4060 Ti White. Welche genau, wissen wir leider nicht. Was ich aber ganz gut finde, dass das halt die 16 GB Variante ist, weil von der Grafikkarte gibt es auch eine 8 GB Variante. Ich nehme jetzt einfach mal die von Inno3D, ist aktuell die günstigste, die halt auch in Weiß verfügbar ist. 16 GB, das ist schon ein Riesenunterschied, was ich eben auch schon sagte, gegenüber den 8 GB. Trotzdem, das ist so eine Karte, ja, Full HD, klare Sache. WQAD kommt auf die Titel an. Wenn ihr jetzt wirklich ein Extrembeispiel nehmt, Cyberpunk, Hogwarts Legacy und wie sie alle heißen, da alles auf Ultra ballert und Raytracing an, dann schafft die diese 144 Hertz, die eben angesprochen worden sind, auch nicht mehr. Da kann man wieder ein bisschen tricksen mit DLSS, vielleicht doch nochmal was runterschrauben und so, ihr wisst, was ich meine. Schaut euch einfach mal den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 474,70 € bei 0% Shop oder eben bei Galaxus oder bei Notebooks billiger. Oder bei Amazon, also ist überall der gleiche Preis. Das Mainboard ist ein MSI A520M Pro. Es fing erst so gut an. Ich hätte eventuell über diese AM4-Geschichte hinweggesehen. Also wir haben ja 64 GB Speicher und 5900X, das ist ja alles nichts Schlechtes. Ist ein bisschen älter, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber warum müssen die beim Board immer so reinscheißen? Der Chipsatz ist erstmal ein Uralt-Chipsatz. Und schaut euch diese wunderschönen Spannungswandlerkühler an. Richtig, es sind keine vorhanden. Es ist ein Büroboard, das gehört nicht in eine Gaming-Kiste. Ich weiß nicht, wo die das auch immer ausgraben. Das muss ja mal irgendwann einer gekauft haben. In der Hoffnung, dass man die Dinge auch wieder verkauft und vielleicht in Büro-PCs und dann denkt man sich, scheiße, ich habe noch 100 Stück übrig. Ach, die ballern wir jetzt bei Netto in die Gaming-Kisten. Warum? Jetzt weiß ich auch wegen den zwei Riegeln, das Ding hat auch nur zwei Anschlüsse für RAM. Ja, geht auch nicht anders. Wahrscheinlich hätten sie sonst vier reingebaut. Wir haben halt sonst noch einen SSD-Steckplatz. Nein, da ist kein zweiter dabei. Dann ist Schluss, den steckt ihr da rein und dann ist belegt, dann ist Feierabend. Ja, hier kommt die Grafikkarte rein. Hier könnt ihr vielleicht noch so eine kleine WLAN-Karte reinpacken und der hier wird eventuell von der Grafikkarte überdeckt, also von dem Kühler, den könnt ihr dann nicht benutzen. Anschlusstechnisch auch ziemlich mau. Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, PS2-Port werdet ihr nicht benutzen, VGA auch nicht, DisplayPort auch nicht, HDMI auch nicht. Ihr nehmt eh die Anschlüsse der Grafikkarte. Der Prozessor hat sowieso keine integrierte Grafikeinheit. Die Anschlüsse könnt ihr nicht benutzen. Wenn man da jetzt so einen Ryzen 4000 irgendwas G draufschmeißt und dann das Bild hinten rauszieht, weil man eine Office-Kiste hat, ja bitte, warum nicht? Kann man sich die Grafikkarte sparen. Aber einem Gaming-PC hat das einfach nichts verloren. Und das kostet 59,84 € bei csvdirekt.de. Sound 7.1, das kommt dadurch zustande, ihr habt ja hinten die Anschlüsse und dann könnt ihr halt noch die vom Gehäuse benutzen, dann hättet ihr theoretisch 7.1, wenn ihr so wollt. Die SSD ist immerhin eine 2000 GB M.2 SSD. Was für eine, wissen wir leider auch nicht. Dann nehmen wir wieder diesen üblichen Verdächtigen, haben wir ja ganz oft. Kingston NV2 wandert sehr gerne rein, kann auch noch eine billigere sein oder eine teurere, aber dann hätten sie es dabei geschrieben. Da brauchen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, von der Geschwindigkeit ist die okay, 2 Terabyte finde ich wirklich gut, dass es jemand macht, warum nicht? Aber wir wissen halt nicht, welche es ist. Und die kostet 103,90 € bei XCOM. Das Netzteil ist ein ADATA XPG 600 Watt 80 Plus Bronze. Habe ich nicht gefunden, keine Chance. Ich habe was ähnliches, ein ADATA XPG Pylon 650, also 600 Watt habe ich einfach nicht gefunden. Entweder war ich zu dappig, aber der Preispunkt wird schon passen. Das hat 3 Jahre Herstellergarantie, ist halt Bronze zertifiziert, wie eben schon gesagt, und hat festes Kabelmanagement. Ja, nicht das beste Netzteil. Für die Config wird es wahrscheinlich reichen, da würde ich aber auch nicht upgraden. Und das kostet 68,90 € bei alza.de. Das Gehäuse ATX MIDI Valor Mesh Weiß. Jetzt sind wir hier bei dem Thema. Das Gehäuse bringt vorne 320mm Lüfter mit und einen im Heck. Die sind alle schwarz, aber die Lüfterbestückung ist halt gegeben, das heißt der Airflow ist auch gegeben. Wir haben eine Mesh-Front, ist kein besonderes Case, aber ist okay, warum nicht? Wie sie das jetzt lösen mit den beleuchteten weißen Lüftern, kann ich euch nicht sagen, ob die da irgendwie im Lieferumfang sind. Sie hätten es halt sonst richtig dabei geschrieben, welche es halt auch sind. Das sind wahrscheinlich irgendwelche 3 Euro Billigdinger.
Aber ja, so ist es. Und das kostet 49,90 € bei alza.de. Windows 11 ist vorinstalliert und sofort startklar. Brauchen wir auch nicht näher drauf eingehen. Ich nehme jetzt die Pro-Variante. Wir wissen auch nicht, ob es Home oder Pro ist, aber das sind Unterschiede von 2-3 Euro. Und das kostet 38 € bei IT Hardpulse. Der Service, ganz normal, halt diese 2 Jahre Garantie. Im Lieferumfang haben wir das PC-System, Gott sei Dank. Stromkabel, nicht selbstverständlich. Joy IT lässt das gerne mal weg. Systemhandbuch in Deutsch und Englisch, Herstellernummer ist egal. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.174,34 € und das System kostet 1.469 €. Da seid ihr jetzt bei einem Aufpreis von knapp 300 €, was in dieser Preisrange zu viel ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Wenn das jetzt ein 3.000 € PC wäre oder auch ein 2.500 € PC, hätte ich noch gesagt, ja, warum nicht? Aber das Ding kostet knapp 1,5 und davon sind alleine 300 € fürs Zusammenbauen, beziehungsweise die müssen ja auch noch an Netto irgendwelche Gebühren zahlen. Ach, das ist nichts. Und wir haben wieder eine Alternative, habe ich ja meistens. Heute ist mal wieder Krotos an der Reihe und zwar mit dem Gaming 7AN für 1.495 €. Ja, ich weiß, der kostet hier 20 € mehr. Wenn euch das zu viel ist, dann müsst ihr jetzt abschalten. Was das Gehäuse angeht, haben wir auch ein Meshfront-Gehäuse ADATA XPG Defender Pro. Das Problem ist, das kostete immer so zwischen 70 und 80 €, ist jetzt gerade bei Geisselsnick verfügbar. Ich habe jetzt die weiße Variante genommen, die kostet das gleiche. Nicht wundern, wenn gleich in der Liste halt die weiße Variante ist. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 5 7500F, aktuelle Generation, AM5-Sockel. Jetzt sagt ihr natürlich, aber der 5900 hat auch viel mehr Kerne. Das ist richtig. Vergleichen wir das jetzt aber mal. Im Gaming liegt der 7500F sogar um 0,4% vorne, vor dem 5900. Und was das Multicore angeht, sind wir natürlich 9,4% dahinter. Es soll aber eine Gaming-Kiste sein und da reicht der 7500F und er ist halt eben der aktuelle Sockel. Mal ganz davon ab, finde ich es krass. Einer der fast besten Prozessoren aus der 5000er-Serie ist im Multicore nur 9,4% vorne. Gegenüber dem hier, der viel weniger Kerne hat. Ich meine, der hat die Hälfte an Kernen. Ihr seht es hier, 5900X hat 12 und der hat halt 6. Schon krass. Egal, gehen wir weiter. Wir bekommen eine 4070 Super 12 GB. Ja, der Speicher ist kleiner, aber sie ist deutlich schneller als eine 4060 Ti. Da kommt das jetzt schon eher hin, dass man in BQHD wirklich irgendwo diese 144 Hertz erreicht. Wie gesagt, Extrembeispiele mit Sicherheit auch nicht, aber ist eine bessere Grafikkarte. Wir bekommen 32 GB. Ja, es ist nur die Hälfte, aber es ist DDR5 RAM mit 6000 MTS und CL30. Das müsst ihr jetzt für euch auslegen, ob euch 32 GB reichen. Für einen Gamer reicht das dicke. Auf das Board gehe ich jetzt nicht schon wieder ein. Es ist ein AM5-Board, es hat mehr USB-Anschlüsse, pipapo, hat auch schon WLAN und Bluetooth mit am Start, was der andere PC übrigens auch nicht hat. Na, ihr wisst Bescheid. Wir bekommen auch eine 2 TB SSD und hier wissen wir auch, was wir bekommen. Wir hatten eine Lesegeschwindigkeit von 7400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6700 MB die Sekunde mit TLC-Speicher. Die ist sauschnell. Für einen Gamer eigentlich schon fast zu schnell, aber ist schön, dass sie reinwandert. Ich weiß auch, dass Krotos relativ günstig drankommt, deswegen wir haben viele ADATA-Produkte hier drin. Das gibt aber irgendwo an die Kunden weiter, seht ihr auch gleich. Und 2 TB ist halt nice to have bei diesem Preispunkt. Wir bekommen einen Endorphi Fortis 5 ARGB-Kühler. Hatte ich selber schon im Test, kommt mit dem Prozessor spielen klar. Und der hat auch noch ein bisschen ARGB-Beleuchtung. Das Netzteil ist ein ADATA XPG Kyber 750 Watt Gold. Kein Bronze-zertifiziertes, sondern Gold-zertifiziert. Kann ich euch aber leider nicht mehr zu sagen, weil die PSU Tierlist gibt nicht mehr her und ich habe es selber auch noch nicht großartig mir angeguckt oder getestet, aber er scheint sich drauf zu verlassen. Wenn da zu viel RMA-Quote wäre, würde er es nicht mehr verbauen. Dann haben wir noch eine Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Das ist natürlich schade. Das bleibt jetzt auch aus der Geizhalsliste raus. Windows 10 geht natürlich, weil es ein AMD-Prozessor ist, keine Performance und Efficiency Cores oder so. Ihr könnt da auch auf Windows 11 upgraden, ist auch kein Problem. Und schauen wir uns da mal die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, hier halt das weiße Gehäuse, weil das hat einen Preispunkt. Das Schwarze ist direkt darunter, habe ich auf 0 gesetzt. Und hier haben wir das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.407,47 €. Und das System kostet 1.495 €. Da sei dafür das Zusammenbauen mit Garantie und dem ganzen Spaß bei irgendwie knapp 90 €. Ich denke, das hört sich besser an als das System von Netto. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das ist. Also Kiebel verkauft ja über Netto. Wenn man jetzt irgendwie einen Garantieanspruch hat, wendet man sich da an Netto oder ich denke direkt an Kiebel. Hat da jemand Erfahrungen? Gerne in die Kommentare schreiben. Nur hier habt ihr wirklich einen Shop
ist dann nur Krotos. Wenn er irgendwas schief läuft, könnte er dem in den Hintern treten. Aber preis-leistungstechnisch ist das System deutlich aktueller und auch besser als das andere halt. Wie immer verlinke ich euch alle Systeme in der Videobeschreibung, genauso wie die Geizhalslisten und die FPS-Tests dazu, weil wir hatten ja hier auch dann wieder eine andere Grafikkarte bei dem Alternativsystem. Könnt ihr euch mal durchklicken, schaut es euch einfach an, da habt ihr auch die tagesaktuellen Preise, weil die Videos, die brauchen immer so 2-3 Tage, bis sie dann released werden. Kann sein, dass wir dann Preisschwankungen haben. Gut, das wär's dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.